Wie bekommt man zwei Messer-Upgrades in Paititi? Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran für dieses kurze Video. Tipps und Tricks für Shadow of the Tomb Raider mit Frisian von Team Hellfish. Das bin ich. Im Spielverlauf stieß ich immer wieder auf verschiedene Barrieren, die ich nur mit einem Messer-Upgrade öffnen konnte. Da ich das Messer-Upgrade nicht hatte, musste ich unverrichtete Dinge wieder weiterziehen. Deshalb habe ich mir mal angeguckt, welche Messer-Upgrades das sind. Und ich musste feststellen, dass ich in Paititi einfach nur dran vorbeigelatscht bin. Ein Upgrade bekommt man ganz simpel beim Händler, wenn man genug Goldstücke hat. Und ein anderes bekommt man durch die Befreiung eines Rebellen namens Hakan. Ich werde euch beide Orte und die Lösung für die Befreiung von Hakan zeigen, denn der Eingang ist etwas knifflig. Legen wir also los mit der Position des ersten Händlers oder Händlerin. Sofern ihr das Basislager schon freigeschaltet habt, reist ihr an das in der Karte gekennzeichnete Basislager in Paititi. Die betroffene Händlerin ist gleich darüber in blau markiert. Ihr lauft also Leute umschubsenderweise dorthin und fragt mal die Gute, was sie so zu bieten hat. Dort seht ihr auch schon als erstes mit das Messer-Upgrade. Willkommen. Ihr seht hier also gleich an zweiter Stelle das Messer-Upgrade für 2900 Goldstücke, welches euch ermöglicht, dicke Seile durchzuschneiden. Das ist das, was ihr braucht, um die angesprochenen Barrieren zu zerstören. Wenn ihr schon mal da seid, empfehle ich euch, den Tragebeutel für 2600 Goldstücke zu erwerben, der euch ermöglicht, etwas mehr mit euch rumzuschleppen. Die Götter sind für uns. Ja, und mehr gibt's auch schon gar nicht zu sagen zum ersten Messer-Upgrade. Das zweite machen wir jetzt. Dazu am besten wieder eine Schnellreise zu dem Basislager, das ihr jetzt in der Karte dargestellt seht. Um euch hier bewegen zu können, müsst ihr das schicke grün-goldene Schlangenwächter-Outfit anlegen. Um die Nebenmission zu starten, müssen wir zunächst mal Ezli befreit haben. Denn ein Gespräch mit ihm initiiert die Nebenmission, gibt uns die entsprechenden Punkte auf der Karte und erteilt uns nebenbei auch noch ein Passwort mit, das wir später brauchen. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wundert euch nicht über unsere Gesichter am rechten Rand. Das ist eine Aufzeichnung von der LAN. Falls ihr euch dafür interessiert, dazu gibt es auch noch eine Playlist auf unserer Seite. Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Wir erfahren also, dass Hakan der Vater von seiner Freundin Kayara ist, die wir als nächstes sprechen müssen. Wir begeben uns also zum Startpunkt der Mission auf der Karte und beobachten dort erstmal eine kurze Szene mit der kleinen Kayara. Du da, Mädchen, geh weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich! Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Nach dem Gespräch mit Kayara müssen wir auf dem Platz gewisse Leute in gewisser Reihenfolge ansprechen. Wir fangen hier rechts an bei dem Typen mit dem Horn, der die Gebetsphase unterbrechen kann. Er bläst in sein Horn und damit werden die Gebete erstmal unterbrochen. Laufen also keine Gebete mehr, kann Musik gespielt werden. Und das lockt die Wachen an, denn die wollen sich das Ganze aus der Nähe angucken. Ist ja schließlich ganz oben in den Charts aktuell das Stück. Wenn die Wachen sich also vom Eingang entfernen, nutzen wir die Gelegenheit, um das Tor aufzumachen. Dazu brauchen wir aber starke Unterstützung, denn alleine bekommen wir das Ganze nicht hin. Seht's euch an. Wir brauchen dazu noch zwei Personen. Ich spreche jetzt die erste Person an, rechts neben der Treppe. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unoratu sprach. Der zweite Helfer befindet sich ganz links neben der Treppe in der Ecke und ist erst ansprechbar, wenn man den ersten Helfer angesprochen hat. Ich bin eine Freundin von Unoratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. So, jetzt haben wir unsere zwei Helfer. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, bevor die Musik aufhört. Aber die Tür geht auf. Los zusammen! Dahinter finden wir dann endlich den Gefangenen Hakan. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin.
Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Nach kurzem Smalltalk befreien wir ihn aus seiner misslichen Lage, um dann festzustellen, dass die Tür wieder zufällt. Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Uno... Kurzerhand hackt Lara ein Loch in die Wand und kann so mit dem Gefangenen entkommen. Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Als Belohnung schenkt uns Hakan ein fein gearbeitetes Messer. Ich weiß gar nicht, ob man das vorherige Upgrade dann noch benötigt hätte, aber egal, wir haben jetzt beides gemacht und ihr wisst, wie es geht. Den Weg zu dem, was wichtig ist, meiner Tochter. Hier, dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Ja, vielen Dank Hakan für das Messer und vielen Dank an euch fürs Zuschauen bis zu dieser Stelle. Hat's euch gefallen, würde ich mich über Likes und Kommentare freuen. Und wenn ihr auch beim nächsten Mal bei Tipps und Tricks oder der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider dabei sein wollt und nichts verpassen, dann drückt doch jetzt den Fisch und am besten noch die Glocke, dann kriegt ihr auf jeden Fall Nachricht. Egal wie, ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt...